Hallo und zurück in Warnheim. Und wir sind, glaube ich, wieder bereit für neue Abenteuer in Despota. Bin ich der Meinung. Wir haben jede Menge Wesselkraut, sehe ich gerade. Jeder hat... Nee, nicht jeder. Du hast zum Beispiel... Ach nee, die ist magisch, ne? Alles klar? Lange Zeit nicht geschaut. Das müssten wir trotzdem mal verkaufen. Vielleicht trotzdem diesen eitrigen... Du bist betrunken? Okay. Gehen wir betrunken los? Wieso bist du eigentlich betrunken? Was haben wir gemacht? Warum bist du... Ihr seid immer noch betrunken? Haben wir nicht in der Nacht geschlafen oder so? Oder wollten wir hier noch schlafen? Ich kann es euch, um ehrlich zu sein, nicht mehr sagen. Du hast auch allerhand schleppst du mit, ne? Ich bin mir halt noch immer noch nicht sicher hier, wie das mit... Ach, schaut hin, es ist morgen. Hoffen wir das Beste. So, wir gehen nach oben raus. Und hoffen das Beste. Lesolek, mein Freund. Du bitte hierhin. Und dann geht's auf nach Despota. Wir brauchen noch das Breitschwert, richtig? Sei gegrüßt, mein Freund. Alles klar? Na, ihr seid wieder mal unterwegs. Ihr wollt wohl das Puder komplett dem Erdboden gleich machen, oder? Oh ja, ich hätte nichts dagegen. Oh, da gibt's einiges zu holen. Schau dir meine Axt an. Ich sehe, um ehrlich zu sein, nichts Ungewöhnliches. Ja, um ehrlich zu sein, ich sehe auch nichts Ungewöhnliches. Aber, aber unsere Magierin sagt, es ist magisch. Hättest du nicht noch einen anderen Spruch? Ja. Stimmt. Das habe ich vergessen. Das habe ich tatsächlich vergessen. Wollen wir den trotzdem gleich mal probieren? Bin mir nicht sicher. Ein Analysis? Wenn überhaupt die noch was nehmen kann. Kann sie. Ein Analysis. Probier mal ein Analysis. Ist glaube ich auch Hellsicht, ne? Ah, Analysis können wir nicht. Mit minus 4. Ich meine, wir können es mal probieren, aber der sind wir leider. Hat noch jemand andere? Kann noch jemand andere den Analysis? Ich probiere es mal, aber mit minus 4 ist es wirklich sehr, 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 sehr. Morgana versinkt in Meditation. Ah, Moment. Da hat der Schmied die Wucht der Waffe auf Kosten der Handhabung verbessert. Nur etwas für echte Könner. Moment. Was heißt das? Was willst du mir damit sagen? Kann ich benutzt werden? Achso, ja, bei ihr. Magisch. Ja, aber was hat uns das jetzt gebracht? Siehst du irgendwas? Magisch. Also ich weiß, bei Sternschweif ging das anders. Ich bin mir echt nicht sicher. Ihr könnt mich jetzt tatsächlich hier... Hier wäre ich euch dankbar, wenn ihr mich nochmal aufklärt. Sag mal, hat eigentlich... Nee, Entschuldigung. Talente, oder? Nee, Talente nicht. Ach nee, du musst dann wahrscheinlich... Warte mal.
Du musst wahrscheinlich zu ihr und dann zur Zauberfertigkeit, ne? Ah, okay. Und bis... Oh, minus 10. Das ist ja super. Oh, minus 10. Aber ich glaube, bei ihr hat es geklappt, davon abgesehen. Ne? Darf man nicht vergessen, zu steigern. So. Dann holen wir uns mal das... Achso, ihr habt gesagt, das Breitschwert ist ein Zweihänder. Terra, hast du mir, glaube ich, anvertraut. Ein Zweihänder. Da hätte schon mal zwei. Ich meine, X ist ein 6. Ne? Aber Zweihänder hätte schon mal zwei. Wäre eine Idee. Ist halt eine magische Waffe. Ne? Also, wenn es ja eine ist. Wir wissen es ja noch nicht. Auf der anderen Seite, wir können es ja auch erstmal drin liegen lassen. Ne? Er will sie jetzt mit rumschleppen. Dummerweise. Lassen wir sie erstmal im Haus drin liegen. Ist ja Quatsch, ne? Mit Soße. Ansonsten. Hier drin waren wir schon. Ah, das ist der alte Mann. Ach, das ist der mit den Skizzen. Ja. Euren Rat bei einer schwierigen Reise? Bescheinigung? Sonst noch was? Ah, okay. Was muss man denn das sagen bei dem? Na gut. Wir brauchen nicht jedes Geheimnis hier zu entlüften. Wo geht's jetzt hin? Wollen wir schauen? Ich bin mir echt nicht sicher. Hier, ich hab völlig die Orientierung verloren, wo wir schon waren, wo nicht. Ah, okay. Hier waren wir auf alle Fälle schon. Aber da hinten waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier unten hinten. Wartet. Unten hinten hört sich gut an, ne? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Vor dem Eingang einer Höhle, der durch eine dicke Tür verschlossen ist, stehen zwei sehr aufmerksame Wachen, die uns schon von Weitem bemerken. Als wir uns so etwa 20 Schritt entfernt nähern, ruft die eine Wache. Kein Schritt weiter! Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wo bitte geht's? Wer könnte... Au, oh, Sarah steht wieder nicht drin. wo geht's denn hier? Noch das Boot. Na, den Weg entlang. Nee, könnt ihr vergessen. Das ist eine Höhle. Da wollen wir rein. Wir fragen mal, der Zwerg fragt mal. Und? Ist hier irgendwo ein Schatz versteckt? Ha, glaubst du vielleicht, das binden wir jedem dahergelaufenen Bauern auf die Nase? Nun, du Pferdegesicht, schimpfst mich, einen Bauern? Pferdegesicht? Das wirst du bereuen. Verlass dich drauf. Mich nennt niemand ungestraft ein Pferdegesicht. Okay. Oh. Zwei? Das ist ja fast schon geschenkt. War nur fast. Nee, dann... Geh mal ein bisschen hier rüber. Du könntest dich tatsächlich schon hinbewegen. Ja, du brauchst eigentlich überhaupt nicht mehr zu kämpfen. Spar mal deine Zauber.
Und mal schauen, was die zwei können. Ich bewege mich mal hier hin. Lassen mal die Pfeile stecken. Obwohl, ne, beweg du dich mal hier hin. Dann mach mal ein bisschen Ringel rein. Dann machen der zähl dich mal ein bisschen Ringel rein. Oh, sehr schön. Das war ja tatsächlich mal gut. Obwohl, wir könnten auch unsere Wurfpfeil... Oh, sehr schön. Unsere Wurfpfeil-Garantula könnten wir tatsächlich auch mal hinlassen. Geh mal hin. Pass auf, wir machen jetzt volle Kanne. Ah, schade. Und? Schade. Wirklich schade. Oh, Gedwin. Was ist denn jetzt mit unserem Gedwin los, dass der mal trifft? Sehr merkwürdig, oder? Ich soll ihn vielleicht doch mal normal machen. Jetzt bist du natürlich immer dran, ne? Immer die, die nicht können, sind am Ende immer dran. So, dann wirf deinen zweiten Wurfdolch. Oh, das war blöd. Ja, ich hab dich noch gelobt. Gut, die war mal krank, ne? Das muss man natürlich dazu. Das muss man bedenken. Sie war natürlich krank. Also gegen die Orks war natürlich, da waren die zwei, ne, da sind sie aus sich rausgegangen. Muss man echt sehen. Da ist sie nicht wiedererkannt. Die hatten nicht die geringste Chance. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir werden Lesolak wieder ranlassen. Sonst wird das hier wohl ab und an, ne? Treffen sie mal. Jetzt ist aus wieder mit Gedwin. Wollen wir den trotzdem aggressiv draufschlagen lassen? Können wir natürlich mal. Was habt ihr gesagt? Irgendwas habt ihr noch gesagt mir? Ach ja, betrunken, ne? Wir könnten es. Ja, ich weiß. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Dass natürlich der Mut dann höher ist. Und eventuell könnte das tatsächlich was bringen, wenn die sich einen hinter die... Ich meine, die sind ja sowieso... Was soll ich sagen, ne? Die zwei. Ich nehme an, dass die gar nicht so eine schlechte Rüstung haben. Kann ich mir vorstellen. Könnte länger dauern. Nein, nicht der Hexenbesen. Ah, schade. Okay. Ja, dann werden wir halt doch nochmal mit dem Dings drauf schießen. Mit dem Bogen. Weil geht ja zur Zeit gar nichts. Ne? Ist ein bisschen im Geplänkel. Hin und her. Kraftreserven werden gut eingeteilt, aber passiert nicht viel. Aber Wahnsinn, wie gut. Da, der ist sogar anders. Kaum zu glauben. Kriegt Grom sogar eine richtig auf. Ich denke, das sieht gar nicht so schlecht. Ja, bleib mal hier. Aha.
Aber wie gesagt, gegen die Orks, ne? Da könnten sie kein Morgen. Okay. Klar, dass du zweimal dran bist. Ist mir logisch. Klar, dass du jetzt dran bist. So. Du gehst... Nein, 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 nein. Ja, Gott sei Dank, was blockiert. Ich wollte doch nur zwei rüber. So, haben wir volle Kanne drauf. Interessiert nicht. Gatwin, wie wär's? Angriff. Behende. Gatwin. Von der Seite angesprungen. Nicht schlecht, mein Freund. Nicht schlecht. Oh, was haut denn der raus zur Zeit? Ja, Wahnsinn. Manchmal denkst du, die kämpfen... Und plötzlich ist alles anders. Vielleicht, weil sie zu dritt rumstehen. Kann ich sagen. Flankenbonus. Mit 12 kommt plötzlich Grom um die Ecke. Kann sie glauben. Bleib mal lieber im Normal. Oh, ist gar nicht so schlecht. Besser als nix, sag ich mal. Kriegt er eine Parierstange an den Kopf. Obwohl, der hat ganz schön ausgeteilt, muss ich sagen. Der Pirat hier. Und der kann auch ganz schön einstecken. Aber nicht am Ende gegen... Komm, die hauen sich jetzt erstmal einen Schnaps hinter die Binde. Ja, ach, eigentlich brauchen wir den ganzen Kram nicht. Ja, wenn wir jetzt das alles durchsuchen wollten, was magisch ist, ne? Das ist ja wahnsinnig. Sagen wir mal, es ist nichts magisch. Also wenn wir was in der Kiste finden oder vielleicht in einem Haus, vielleicht, ne? Da schauen wir mal. Aber hier könnten wir das... Skryer, die bringen gar nicht so wenig. Wir haben sie halt dann wieder raus. Das andere lassen wir mal. Oder war... jetzt ist es zu spät. Ach du grüne Neune. Wirklich. Schuppenpanzer. Rapier hätten wir noch hier. Plattenzeug. Grünhäute. Ist es hier alles magisch? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das alles durchschauen wollte, ob das magisch ist, wäre ich Wahnsinn. Vielleicht der Schild. Ne, drei sind immer drei. Wenn einer irgendwie drin wäre, würde ich mal schauen. Wenn da irgendwo stehen würde eins... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schilder besser sind als die dieser Langbogen. Wurfbeile. Lederhelme. Lederzeug. Lederzeug können wir tatsächlich mal mitnehmen. Das lassen wir mal hin. Das lassen wir mal hier drin. Oh, da kommt noch jemand. Es sind doch mehr. Das ist blöd, denn wir haben die Wurfpfeile nicht. Ja, ist in Ordnung, ne? Geh mal hier rüber, dass du vielleicht noch ein bisschen mit plötzlich Finn zu... das ist blöd, blöd, blöd. Du... stellst dich mal hier hin. Okay. Beweg dich mal weg. Lass mal Krom. Ja. Hier hin. Jetzt wollte ich sagen, lass mal Krom die Sache regeln. Noch steht ihr echt doof. So.
Lass mal Grom die Sache regeln. Ah. Nee. Bleib mal dort. Bleib tatsächlich mal dort. Stell dich mal hier hin für alle Fälle. Nee, warte mal ab. Ja, genau. Nee, passt schon. Ist schon in Ordnung. Kann ich mit leben. So, du machst hier ein aggressives Ding. Du bleibst mal dort. Das ist blöd. Das ist echt blöd gelaufen. Das ist mehr als blöd gelaufen. Um nicht zu sagen, das ist echt doof. Also doof. Du sollst nicht mit... Ah, jetzt habe ich mit ihm... Jetzt legt sich Sarah mit Lesolack an. Ah, manchmal. Da frage ich mich. Das ist echt ein... Das ist alles hier wirklich blöd gelaufen. Ich geb's zu. Mehr als doof. Ob der sich dort so behaupten kann? Geh mal mit außen rum. Ach so, du kannst hier durch. Okay. Hatte ich jetzt irgendwie nicht auf dem Schirm. Oh, der war gut. Der war tatsächlich gut. Jetzt müsstest du... Geh du einmal hier hin. Ja, lass mal. Lass mal gut sein. Blöd. So, ich glaube, ich kann eins nach unten. Mach mal einen Blitzstich. Achso, schade. Achso, hätte man noch eins runter gekonnt, ne? Hätte Garantula wenigstens hingekonnt, ja. Wie man es macht. Ihr wisst ja, wie es ist. Aha. Der war gut. Der zwingt ihn schon dazu zu gehen. Ja, hier noch. Ich jage mal noch eins rüber, meine Gute. Ne, warte. 0, 1. Ja, beweg dich du mal hier rüber. Du greifst an. Aha. Ideal ist es bei... schön. Am Ende doch schön. So, pass auf. Jetzt probier mal deinen Zauber. Blitz. Blitz. Danke. Mach da auch mal einen Zauber. Blitz. Und komm, greif den einfach mal jetzt voll an.
Das war nix, mein Freund. Ach komm, geh mal mit ran. Hau ein bisschen mit drauf. Warum nicht? Gar nicht mal so schlecht. Schade, Grom. Oh, das ist schade. Wäre lieber mir gewesen. Wäre mir echt lieber gewesen, wenn er auf Grom wäre. Kann man sich halt nicht immer aussuchen, ne? Grommy Boy. Yes, so muss es sein. Genau so muss es laufen. Schade. Schade. Komm, hau noch mal drauf. Oh, da müssen wir doch mal irgendwo anders hin. Entweder noch eins zurück. Einfach nur wahrscheinlich. Im Grunde ist eh egal, aber. So, dann hau ihn von der Seite. Das setzt ihn. Hä? Ja, nee, das hat. Okay. Achso, du warst ja ganz oben. Jetzt ist ja Garantula erst dran. Jetzt haut der wieder volle Kanne drauf. Wahnsinn. Die müssen immer. Können es nicht lassen. Obwohl sie geblendet sind. Können sie es nicht lassen. So, wir wollten den noch einmal probieren müssen. Ist aber nicht viel, ne? Merkwürdig übrigens. Ah, ich wollte einfach. Ich wollte zu viel. Gib's zu. Ich habe gedacht, der haut, wenn der jetzt aggressiv draufhaut, dann ist alles gut. Aber anscheinend nicht. Oh, der war gut. Wenn keiner mehr was kann, dann kommt Garantula an. Ne, jetzt bewegen wir uns tatsächlich nochmal eins zurück. Und hoffen das Beste. Nee, keine Chance. Schade eigentlich. Zurzeit ist Lesolac wahrscheinlich immer noch betrunken. So, den zerbröselst. Der geht fort. Oh, Lesolac kann im Grunde. Achso, dann mach noch eins. Ja, geh mal her hin. Kannst du denn schon tragen? Nee. Die sind wieder überladen, die Jungs. Die Jungs sind tatsächlich wieder überladen. So, du gehst hier hin. Kannst du auch überladen. Und überladen. Und überladen. Oh, dann kann er wieder loslegen. Ja, klar, dass du dreimal dran kommst. So, auf geht's. Yes. Der war gut. In Ordnung. Komm jetzt, volle Kanne. Hau ihm in die Hüften. Dann halt nicht. Du?
Und du? Ja. Finde ich gut. Das nenne ich einen Schlag. Und da geht er dahin. Yes, Kraja. Was ist das denn noch? Im Grunde ist Quatsch. Ne? Darauf einen kleinen Schluck. Aber bevor wir den Schluck machen, ist mal eins. Ich bitte dich, mein Guter. Heute will es mir aber zeichnen, ne? Zwei. Na gut. So. Sarah? Was ist denn jetzt mit der einblättrigen... Die ging doch sonst immer, oder? Die dreiblättrige... Also, jetzt mal ganz ehrlich. Die ganze Zeit hat die echt... Mir viel... Genau. Mir viel Spaß gemacht. Jetzt kommt die mit 1 hier an. Bitte dich. Nochmal 1. Eieiei. Das war ja super. Haben wir noch irgendjemanden? Nee, ne? Die anderen sind alle fit. Wie ein Turnschuh. Oh, sind sie. So, du hast... Achso. Sarah? Du bist total überladen. Ach, du hast die ganzen Wurfpfeile. Weil die hau ich mal zurück. Okay. Dann Sarah, wir probieren mal dir zu geben. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Er hat ein Rapier hier als Ersatz. Er hat noch ein Seil. Ja, die paar Wesselkräuter werden es nicht machen. Ja, es ist halt... Ist halt wie es ist, ne? Ja, dann am Ende, ne? Hauen wir die mal weg. Hauen wir die mal weg und du bekommst hier, was weiß ich, nochmal. Weiß ich nicht, 5. Wird nicht reichen, ne? Das wird bei weitem nicht reichen. Doch, es reicht. So, damit es ein bisschen noch einen Schutz hat, wisst ihr? Okay, so, du trinkst einen Schluck. Aber eins muss man sagen. Guten Schnaps haben die hier in dem Piratennest. Oh, geh mal her. Ja, also an Zwergenschnaps kommt das wirklich nicht dran. Wirklich und wahrhaftig nicht. War ja klar, dass die zwei sich... Nee, 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 nee. Ja, das ist das Nächste. Nee, da kann man echt nichts machen. Das nützt ja nix. Du. Oh mein Gott. Ah. Ja, das... Nee, das kann man... Wir brauchen... Ja. Wenigstens 5, wisst ihr. Okay. So, wo können wir noch ein bisschen hinschauen? Hier, das haben wir... Denk mal dran, in dem Haus ist da unten auch noch Allerhand. Ja, das andere ist natürlich jetzt sehr vage, wo jetzt hier noch was ist. Wo vor allem, haben die nicht irgendwas von einer Höhle gesagt?
Wollen wir hier reinschauen? Ich bin mir nicht sicher. Hier ist schon mal nix. Oh, ein Lagerhalter. In dem großen Gebäude herrscht reger Betrieb. Ständig werden Güter hinein, hinausgetragen. Hinter dem Tor steht ein Mann mit den Händen in den Taschen, der Anweisungen erteilt. Als er uns sieht, herrscht er uns an. Verschwindet! Hier, ihr seht doch, dass ich zu tun habe. Stören wir etwa? Ja, ihr merkt so etwas sehr schnell, mein Freund. Und da euer Anliegen jetzt erledigt ist, können wir ja alle mit dem weitermachen, was wir tun sollten. Mit diesen Worten wendet er sich ab und lässt uns stehen. Ja, aber auf der anderen Seite, was wollen wir mit dem Lager? Das soll hier sein. Ja, ich weiß ja nicht, ist es eine durch und durch. Ist doch, ist ja, im Grunde sind ja die Torwaller nichts anderes als Piraten, ne? Muss man recht bedenkt. Haben wir hier schon mal reingeschaut? Aha. Gehen wir mal noch in den Norden, denn hier wollen wir noch nicht. Ah, hier ist noch ein Häuschen. Halt. Achso, ich habe mich gedreht, ich denke. Noch eine Wache! Um einen Tisch sitzen vier Bewaffnete, die gerade eifrig Haus und Hof verspielen. Als wir eintreten, blicken sie uns mehr erstaunt als erschreckt an und fragen, oh, was treibt denn ihr hier? Hä? Eine lange und gefahrvolle Suche treibt uns hierher. Gefahrvoll ist es ja auch, besonders für so Milchbärte wie euch. Der Milchbart, rasier dich gleich ab, du Lump! Oh nee, oh man, komm, hau dich. Wisst ihr, mit solchen Zwergen sollte man einfach nicht. Das sollte man einfach sagen, okay, nee, ist in Ordnung. Nee. Woher wissen wir denn eigentlich, dass wir hier... Ich glaube, da gibt es ja noch ein besonderes Gebäude, oder? Aber ich würde sagen, wir machen noch den Kampf, gehen dann wirklich nochmal zurück nach Vanheim und gehen nochmal hin und schauen dann ein letztes Mal in das Bode. Und dann werden wir... Keine Ahnung, wir sollten zu einer Insel... zu irgendeiner Insel hin sollten wir. So, du stellst dich mal hier hin. Ich weiß ja auch nicht, ne? Zu irgendeiner Insel. Du stellst dich mal hier hin. Du stellst dich mal... Ne, stell dich mal hier hin. Kannst du tatsächlich schon schießen? Also, den braucht Lesolack wieder Pfeile. Du stellst dich mal hinter ihm. Du stellst dich mal hier hin. Ich möchte nicht alles auf Gedwin draufziehen, um ehrlich zu sein. Wir warten mal ab. Gar nicht so schlecht. Das ist gar nicht so schlecht. Genau, und jetzt können wir... Obwohl... Nee, bleib mal da stehen. Wir werden dort Garantulla da drauf hetzen. Garantulla, meine Gute. Hier.
Und Angriff. Klappt natürlich wieder hervorragend. Oh, sehr schön. Einen normalen Schwertstreich. Warum nicht? Achso. Ich komme hin. Nee, komme ich nicht. Dann. Doch, gehen wir. Ach, ist auch blockiert hier. Wenn du hier hingehst, ist ja auch Quatsch. Nee, bleib mal dort. Ist in Ordnung. Hier geht schon. Schnell zu voll. Okay. Gut. Leider nichts getroffen. So, du bewegst dich mal hier in die Lücke rein. Kannst leider noch nicht angreifen, mein Freund. Aber hier haben wir jemanden zum Angreifen. Hm. Oh. Lass mal noch, solange Garantula noch ein paar Wurfdolche hat. Der war gut, übrigens. Nein, nicht bewegen. Angreifen. Ja, wenn er mit der Seite zu dir steht, ne, ist halt die. Die Schnittmenge ein bisschen kleiner. Das verstehe ich schon. Schade. Grom. Ich mag Grom. Ich meine, ist halt Zwerg durch und durch, aber. Ne? Oh, mal einen getroffen. Aber was soll's, ne? Ohne Grom hätten wir hier sowieso keine Chance. Der steht wie ein Fels. Wie ein Fels steht er hier. Schwingt seine Äxte vor und zurück. So, nee, bleib nochmal stehen. Du gehst hier hin. Und dann kann Grommer richtig. Oh, sehr schön. Dann kann Grommer wieder richtig aggressiv zuschlagen. Ich meine, wenn er zuschlägt, ne? Dann bleibt kein Auge trocken, sag ich euch. Einfach mal eine 14 rauskauen. Willst du noch mal? Komm. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Freund. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dass du dann vor lauter Schreck über Grom einfach das Weite suchst. Ich meine, also, wenn ich was glaub, dann das. Nein, nicht aggressiv. Das wollte ich nicht. Lesola, kannst du dem noch? Komm, schick ihm mal einen Pfeil nach. Vielleicht trifft er ja zufällig. Schade. Hätte ja sein können. Hätte ja durchaus sein können, dass es trifft, ne? So, probier hier mal dein Glück. Leider nix. Und jetzt drauf gesummt. Danke, Grom.
Los, der nächste Schlag. Wir gehen sowieso dann Pfeile kaufen, deswegen habe ich noch raus, was drin ist. Danke. Ah, wenn die einmal im... Wenn die einmal... Dann, ne? Dann bleibt... Dann haben sie zu, ne? Dann haben sie durch die Rüstung durch. Ja, probier's nochmal. Dem Pfeil nachzuschicken. Weil es halt ein bisschen weit, ne? Dem hat er noch eine mit auf den Weg gegeben. Ja, die Skraja nehmen wir noch. Oder warte, wir schauen mal, was es noch gibt. Weil wir gehen ja jetzt. Ja, brauchen wir alles nicht. Im Grunde also, falls wir irgendwie mal Waffen brauchen, haben wir hier ein schönes Lager uns errichtet. Schade, dass wir nichts reinlegen können. Schade echt, dass wir hier nichts reinlegen können. So, wir müssen nach Süden, ne? Wisst ihr, wenn wir dann gleich wieder sehen? Alten Bekannten. Ach so, halt. Ich mach trotzdem. Nee. Ja, eigentlich ist es egal, aber. Weil ich gerade dran denke. Weil ich gerade dran denke, halt. So. Sei gegrüßt, mein Freund. Schwer beladen, wie scheint. Oh, Boss Kraja hier. Was sagt ihr dazu? Och, das ist gar nicht meine Waffe. Bogen habt ihr nicht gefunden? Oh doch, schaut mal oben. Schleicht euch einfach in die Stadt. Im vierten Haus von links nach rechts. Da müssen einige sein. Ja, das ist wohl wahr. So, wir gehen in den hiesigen Tempel. Und ich sag für heute ciao, ciao, ciao. Warte mal, wo ist denn der Tempel eigentlich? Achso, wir müssen noch ein bisschen rum. Ich freue mich eigentlich schon auf den nächsten Aufstieg. Weil dann können sie wieder ein bisschen mehr wahrscheinlich auch tragen, ne? Aber wer... Wer beobachtet uns immer so heimlich im Tempel hier? Schaut hin, die Augen. Wer ist, was ist das für ein Bösewicht? Ich sag ciao, ciao.